geile Story. Die Postbotin war gerade hier, Post vorbeigebracht. Und mein Daddy hat mir schon so ein bisschen gesteckt, dass sie unbedingt mal Lambo fahren möchte. Und eben meinte sie so, ist der Lambo schon verkauft? Und ich sagte, wir können mal eine Runde drehen, wir können mal im DHL Express machen. Jetzt hat sie gerade ihr Postauto beiseite gestellt. Und wir bringen jetzt mal ein Paket zur Hausnummer Schieß mich tot. Das ist wirklich spontan jetzt, ne? Das ist richtig spontan. Willst du fahren oder soll ich? Willst du fahren? Ich weiß nicht, ob ich das zuschauen. Welches Paket müssen wir denn wegkriegen? Das ist aber gut. Ich muss bei ihrem Buch, das ist das Problem. Das kriegen wir nicht rein, kann ich dir jetzt schon sagen. Hast du jedes Paket im Kopf, wie das aussieht oder was? Nee. Oh, das sieht. Das sieht nicht gut aus, das war ein Blitzerfoto gerade. Du fährst dann aber oder soll ich fahren? Du fährst, ne? Ja. Geil. Du filmst. Ich hab Schiss davor. Wieso? Da bist du doch nichts. Ich bin noch nie so ein Auto gefahren. Genau. Deswegen. Ey, komm, das höchste, was ich gefahren bin, war 120 PS. Wie viele Pakete müssen wir wegbringen? Das sieht nicht gut aus für den Herrn übrigens. Das ist hier Tatbestand zu schnell gefahren. Okay, machen wir vorne rein. Okay. Also wir könnten theoretisch auch noch Briefe für die 155 wegnehmen. Ja, okay. Machen wir auch. DHL Express. Okay. Zeig ich dir jetzt. Soll ich die Kamera mitnehmen? Oh mein Gott, das ist mein Knie. Okay. Ist das automatisch? Ja. Ich traue mich gar nicht auf das Gas zu drücken. Muss vorsichtig sein, auf jeden Fall. Ich habe Angst. Hier ist P, hier ist rückwärts, brauchst du alles nicht. Du legst den ersten Gang mit dem Pedal hier vorne ein. Ja. Bremse treten. Genau. Link, Automatik fahren musst du schon mal, ja, ne? Ja. Aber also muss ich selber schalten oder geht das automatisch? Das geht automatisch. Ja. Willst du selber schalten? Nee. Nee, okay. So, dann kannst du, wichtigster Punkt ist eigentlich Sportmodus, das ist erlaubt. Ja. Und ja, dann musst du einfach die Bremse loslassen, erstmal kein Gas geben, dann rollt er von alleine los und... Oh Gott. Ich sag schon was. Also. Okay, du weißt wo lang. Du kannst eigentlich ganz normal fahren, das ist eigentlich überhaupt nichts Besonderes. Also besonders schon, aber nicht besonders schwer. Was ist mit dem Blinker hier? Das ist hier, wie beim Roller. Nee, da nicht. Da, ja. Okay. Das ist geil. Gut, ne? Wir wollen nicht übertreiben. DHL Express. Du weißt wo lang. Nee, ich weiß nicht. Die Briefe wollen wir auch noch wegbringen? Ja. Alles klar. Ja, das fährt eigentlich ganz normal, oder? Ja. Statement? Sehr geil. Gar nichts machen, nur einfach nur den Gang anlegen am Pedal. So. Bremse drücken? Ja. Und dann einfach
halt sehen jetzt mal hier. Gleich, wenn die Pakete annehmen. Bin ich angeschnallt. Nee, aber... Ich schnall mich kurz an. Ja. Also, aber eigentlich kann er nichts dazu sagen, ne? Deutsche Post, so wird's gemacht. Jetzt sind wir auch schon wieder da. Ja, okay, das ist natürlich für so ein Lambo... nicht wirklich artgerechte Bewegung hier, ne? Ja, also das ist das Leben von der Post, ne? Aber guck, du verlierst ja jetzt gar keine Zeit eigentlich, weil... Ja, jetzt gerade nicht. Na? Außer, dass ich gleich halt nochmal hier zurück muss. Ja, gut. Jetzt hängst du heute Abend wieder ran. Auf jeden Fall, na du? So. Das ist das Leben eines Postboten. Einer Postbotin. Aber du bist neu hier in dem Revier, ne? Ja, schon. Wie geht der jetzt wieder an? Jetzt Bremse treten. Ich muss nur mal eben gucken. Am besten fährst du mal eben zurück. Ja, ich und drehst aber da. Eben da. Genau. Weil ohne den musst du ziehen. Ja. Du wirst noch richtiger Pro. Ach, der kläfft immer, wenn man. Wegfährt, ne? Ja. Also auch noch gar nicht so. Aber gefällt dir? Ja, ne? Ja. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ist natürlich sehr anstrengend. Ja, aber du hast halt irgendwie so deine. Also, du wirst wahrscheinlich auch immer schneller und besser, ne? Ja, aber man braucht halt auch so seine Zeit, ne? Ja, ja, klar. Da sind wir wieder! Hey. Aber ein Paket ist jetzt alles ausgeliefert? Alles ausgeliefert. Wir haben zwei Häuser haben wir gemacht. Wie war's? Richtig geil. Aber es hat uns keiner gesehen, Mann! Nein! Scheiße! Keiner war da. Habt ihr das Paket ausgeliefert? Ja, alles. Auf jeden Fall. So wie es sein soll. Schnellste Postbote in der Welt hier, oder was? Ja. Sehr gut. Geil. Hey, und Alex, der steht doch zum Verkauf. Warum sollte ich ihn nicht kriegen? Genau. Paket sehr geil. Also. Ja, hab mich gefreut. Ich danke euch, das war echt cool. Und ich hab's echt noch geschafft. Ich hab echt Angst gehabt, dass ich das nicht mehr schaffe, bevor der weg ist. Ist Lambo dein Lieblingsauto, oder? Wo ich den hier gesehen habe, ich dachte, geil. Ja. Einfach nur geil. Na gut. Ja, hat Spaß gemacht. Ja. Bis dann. Danke euch wirklich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Jo. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Das war die schnellste Postbote der Welt. Ist wirklich so, ne?